Moin Leute, Tobi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Unepic. Heute dachte ich mir, machen wir uns mal auf die Suche nach dem nächsten Bossfight, denn wir brauchen einen neuen Schlüssel. Und wir können davon ausgehen, dass er irgendwo hier oben sein wird. Und ich bin nicht, ich glaube, wir hatten ihn hier sogar gesehen. Hier bei den, bei dem Gefängnis. Und zwar da oben, oder? Jawohl, da ist die Tür, die ich suche und, ups. Dafür brauche ich aber den Kumpel hier. Und ich wechsle auf mein Schwert. Ich wechsle auf die Axt. Hier. Los, Geist. Schieß. Feuer frei. Jawohl, perfekt. Okay, damit werden die erledigt. Und hier ist der Bossfight. Ach ja, das wird die Stelle, die aussah, als würden müssten wir springen. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Another guardian. What can you tell me about it? Gauntlek is a worthy foe, as it is a magic being protected with such strong armor that no weapon can pierce it. Moreover, its armor resists any temperature. Immune to any weapon, cold and fire. Oh, it will be hard to kill. Anyway, he will surely have an opening. We all have a weak point. I just have to find it and attack. Ja, das sehe ich genauso. Also, Feuer bringt uns nichts. Moment, schauen wir mal. Was haben wir denn an Zaubern? Schlaf wird uns nichts bringen, glaube ich. Ich packe mir mal den Spruch rein. Und zwar hier. Nein, das war falsch. So wollte ich das machen. Ich packe mir auch den mal ein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Untotenzauber was bringt, aber ich weiß es nicht. Es wird schwierig, glaube ich, so wie das bisher klang. Ich packe nochmal den Bogen wieder ein. Man weiß ja nie. Und die Rüstung sollte ich wieder anlegen. Die andere war ja nur gut gegen Elektrizität. Und ich packe mal den Bogen aus. Okay, versuchen wir es. Ich habe keine Ahnung, wie wir diesen Boss machen, aber ich werde es versuchen. Ah! Das sieht... Okay, ich kann ihn nicht mal anvisieren. What the fuck? Tumlu does not like. Okay. Schneller Wechsel. Da muss man mitlaufen, okay. Ah, jetzt kann ich ihn abschießen. Und ich muss ihn wohl von hinten treffen. Okay, das ist gut zu wissen. Niemand konnte ich ihn jetzt anvisieren. Was wird das? Oh, crap. What the fuck? Wir warten erst ganz hier hinten. Okay, das macht ihm zumindest mal Schaden. Heilen wir uns mal. Gut, okay, ich glaube, ich verstehe den Boss gerade so langsam. Heilen wir uns einfach mal hoch. Jetzt kommt der Elektroschock, ja? Okay, dammit. Der wird mich jetzt treffen. Muss ich durch? So, jetzt müssen wir hier drin überleben. Aber okay, immerhin lässt sich der Boss verstehen. Aber er ist halt scheiße zu treffen. Oh fuck, ich bin auf der falschen Seite. Denk dran denken, bei der Phase nach rechts. Was kommt jetzt? Au, okay, das dachte ich mir. Oh, fuck! Das tat weh. Der Boss ist gefährlich. Und wir haben ihm vor allem bisher kaum Schaden gemacht. Das ist nicht gut. Wir müssen eigentlich auch ein anderes Pet vielleicht kriegen. Wir hätten bestimmt schon die Gelegenheit gehabt, ein anderes Pet zu bekommen, das gut gegen den ist. Wir machen ihm ja gar keinen Schaden. Macht das Schaden? Nö, überhaupt nicht. What the fuck? Unsere ganzen Zauber sind nutzlos. Na super. So. Ach, dammit. Komm schon, Zauber, hör auf.
Jawohl, wir können wieder rüber. Ja. Das sieht gut aus. Ah, fuck. So, jetzt feuern. Dauerfeuer. Das macht so wenig Schaden. Mir gehen vor allem gerade die Pfeile aus, sehe ich. Oh, crap. Okay. Für den Boss brauchen wir ungefähr 1000 Pfeile. Wir werden jetzt sowieso gleich sterben, weil mir die Pfeile ausgehen und ich nicht, keinen Schaden mehr machen kann. Das heißt, ich kann mich dann gleich... Ja, ich bringe mich einfach mal. Okay, ja. Erster Versuch mit dem Bossfight. Wir haben ihn ungefähr verstanden. Und jetzt gilt hier Analyse zu machen. Nahkampfwaffen machen keinen Schaden. Ich brauche mehr Pfeile. So viel steht fest. Wie gehen wir weiter vor? Ich glaube, ich hole mir noch ein paar Heiltränke, weil die schneller viel heilen können. Die großen zumindest. Und wir machen noch ein paar Sidequests, bevor ich da weitermache. Weil wir kriegen bestimmt noch irgendein Pet, das effektiv ist gegen den. Beispielsweise hier die Golem-Mission mit der Wissenschaftsmedaille. Ich weiß nicht, wie wir die bekommen, aber irgendwie werden wir die bekommen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier links ins Tor rein. Gucken uns mal kurz den Quest-Dialog an nochmal. One of those bastards. Wait! You'll regret this. No, wait! Your enemies are also Really? Can you convince me before I... He who creates the most Continue. I invented the acid liquid that creates acid slugs. So you're the But Derma created golems and Van... Fuck! Bring me the medal! Okay, ich muss einfach nur mehr Golems umbringen. Egal, machen wir erstmal das. Sind ja nicht allzu schwer zu finden. Zwei Schüsse reichen ja. Drei Golems noch. Und wenn die weg sind... Also einer fehlt noch. Also ein Golem müssen wir noch weghauen und dann haben wir genug geschafft. Just like this. Und wie kommen wir jetzt an die Wissenschaftsmedaille? Das ist jetzt die große Frage. Gut, ich gehe nur mal kurz in den Quest-Dialog. Ich habe das nämlich gerade, glaube ich, verpasst. No, really? He who creates the most destructive invention becomes the leader of the inventors. Continue. I invented the acid liquid that creates acid slugs. So you're the one responsible, you bastard. But Derma created golems and won the position of inventor leader. I was demoted and lost favor when Derma won the medal. Okay. If you killed... Gut, ich muss Derma umbringen. Die Frage ist, wo wir ihn finden. Mein Gefühl sagt mir irgendwie weiter oben. Fahren jetzt gleich einfach mal hier hoch und schauen mal nach. Okay, wir porten uns zurück. Erstmal. Und halten uns kurz. Das ist die große Frage. Wie kommen wir da hin? Und langsam brauchen wir auch wieder neue Pfeile, sehe ich gerade. Zumindest ist mir gerade schon aufgefallen, aber jetzt wird es gerade nochmal deutlicher. Weil ich die jetzt ja erstmal nochmal brauchen werde. Dann gehen wir erstmal hier hin. Dann gehen wir erstmal nach links. Da oben ist er nicht, das weiß ich. Hier hoch und schauen wir mal um die Ecke. Hier ist der Shop, da könnten wir auch mal kurz rein. Das werden wir auch tun. Wie gesagt, ich brauche neue Pfeile. Vielleicht verkauft mir ja einer von denen ein paar. Hallo, und vor allem kann ich auch Stuff verkaufen. Was kann ich denn verkaufen? Was vom roten Schleim? Ja, ob das Schwert verkaufe ich auch mal. Einen langen Bogen behalte ich noch. Die normalen Pfeile können verkauft werden. Das kann weg, das kann weg. Den Rest brauchen wir noch. Glaube ich jedenfalls. Bögen und Projektile. Magische Pfeile, her mit. Nehme ich gerne. Außerdem, eine kleine Reparatur wird mal wieder sinnvoll sein. Gut, dann ist der Punkt erledigt. Verkaufst du vielleicht irgendwelche geilen Zauber? Ach du Scheiße, das ist viel. Entzieht... Das ist interessant. Entzieht die Hälfte meiner Lebenskraft, aber belebt mich wieder, sollte ich sterben.
Okay, nichts wirklich Interessantes. Die Waffen sind sowieso egal, die Ringe vielleicht noch. Ja, ich habe meine Ringe, das passt momentan. Ich werde echt mal überlegen, wie wir an den Boss am besten rangehen. Ich werde jetzt, wie gesagt, erstmal die Sidequests machen, gucken, dass ich da Fortschritt mache. Und wenn das erledigt ist, kümmern wir uns um, also wenn ich die ganze Sidequests habe und wahrscheinlich ein neues Pet, kümmern wir uns darum. Bogen, komm her. Okay, machen wir es einfach so. Aber ich sollte meinen Drachen vielleicht mal zurückholen. Danke. So, damit sind wir hier oben. Welcher von den Kollegen ist Dermok? Das frage ich mich. Vielleicht da durch die Tür, aber ich glaube, da sind wir woanders hingekommen. Bin mir selber nicht sicher gerade. Ich das? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Gegner hier hasse? Und zwar alle Elektro-Gegner hier. Okay, wir müssen kurz zurück und uns heilen. So viel steht fest. Ah, dammit. Ich brauche ein Pet gegen die ganzen Elektro-Viecher. Irgendeine... Warte, welche Quests haben wir? Wir haben die Quest. Todes wird uns da nicht weiterhelfen. Schwierig, schwierig, schwierig. Kümmern wir uns doch mal um die Quest noch mal ein bisschen. Komm schon, beweg dich. Danke. Hier warst nämlich du, Freundchen. Und da müssen wir uns fallen lassen hin. So ein Scheiß, die Mission. Was war da oben, frage ich mich gerade. Ich glaube, ich gehe mal nachschauen. Also ich bin momentan wirklich jetzt hart am Nachdenken, weil ich keinen wirklichen Plan habe, wie es hier am besten weitergeht. Ich will jetzt wirklich die ganze Zeit... Ich wiederhole mich gerade, aber ich will die ganze Zeit was jetzt einfach mal schnell machen. Damit ich die erledigt habe. Ist hier oben irgendwas? Nein, sieht nicht danach aus, als wäre hier irgendwas Nützliches. Also verschwinden wir direkt wieder. Und versuchen es einfach nochmal damit. Und gehen einfach durch verschiedene Tore durch und probieren uns da durch. Wir müssen auf die Ebene da drunter kommen, glaube ich. Irgendwie können wir da hochkommen. Da bin ich mir gerade ziemlich sicher. Die Frage ist nur, wie. Vielleicht... Ich kann mir hinten die Wand einhauen. Weil hier fehlt halt eine Tür und ich glaube, das ist genau die Höhe, auf die ich will. Ah, okay. Versteckt. Jawohl, haben wir sie. Muhaha. Ich habe eine Schüssel. Yes. Ah, da sind wir wieder hier. Okay, so geht einfach. Okay, gut. Einfach als gedacht. Hello. Zero, watch carefully. I'm gonna give you a lesson on what it is to pull someone's leg. Watch how scared he gets. Look, I couldn't get the key. There's no other way. I have to cut off that foot. Try not to shout when I do it. We don't want the jailers to hear us, okay? No! Don't cut! Don't cut! I'm kidding. I have it right here. Give me the magic and I'll set you free. I understand now. To pull someone's leg is to be evil and merciless. Okay. Magische Rollen, okay. Das ist gut zu wissen. Großes Feuer bringt uns da nicht weiter. Beginnen das Begonnene auch nicht. Also wir müssen jetzt mal bei der Quest weiterschauen. Immerhin, den haben wir jetzt erledigt. Oh. Und ich werde mich einfach mal zurückporten. Abkürzung nehmen, speichern vor allem auch. Und jetzt porten wir uns wieder hoch. Nämlich. Und hoch da. Und rein da. Und das war hier, oder? Ja, unten bringt uns da nicht wirklich weiter. Wir müssen hier hochklettern. Machen wir es einfach normal und schauen uns einfach ein bisschen um. Und ich hole in der Zwischenzeit meinen Bogen raus.
Ha, verarscht. Okay, damit sind wir hier. Jetzt müssen wir schnell die ganzen Spinnis wegräumen gleich. So, das war's für dich, Spinne. Und mein Pet hole ich auch mal wieder rein. Damit bist du, Spinnchen, erledigt. Lassen wir ihn einfach mal ein Stück laufen. Damit ist die letzte Spinne weg. Wir können auf den normalen Bogen switchen. Und ich krieg ihn nicht ins Visier. Da. Jetzt habe ich ihn. Dammit! Komm schon! Wollt ihr mich verarschen? Jetzt triff ihn, du Penner! Das gibt's nicht. God damn it! Heal, schnell, heilen! Wie man den halt einfach nicht trifft, weil er zwischen den ganzen kleinen Schleimen steht. Dezent frustrierend. Komm da raus, du Penner. Okay, dann machen wir es halt. Okay, schieß nicht mehr in seine Richtung. Geht doch. Weg mit ihm. Muss den mal direkt wieder ins Visier nehmen. Räumen wir jetzt einfach mal ein bisschen was weg. Ein bisschen Aufräumarbeiten hier. Damit wir da durchkommen und hochmarschieren können. Komm schon, das sind nur noch 3 von den Viechern. Okay, 4. Kurz warten. Immerhin kriegen wir dadurch jede Menge Essenzen. So viel sei gesagt. So. Das sind so viele. Okay, schauen wir mal da ins Tor rein, weil ich weiß nicht mehr, was da war. Das habe ich schon vergessen. Ach, das war hier unser Typ mit den Scherenhänden. Unser alter Freund. Hallo. Okay, gehen wir weiter nach oben. Das war hier. Das war der Raum. Was war hier drüben? Hier warst du, mein Freundchen. Frage ist, ich verstehe halt echt nicht, wo dieser eine Typ sein soll. Wo unser Zielobjekt sein soll, wenn man so was nennen will. Das müsste immerhin auch ein spezieller Charakter sein eigentlich. Gehen wir nochmal zurück. Ganzen Weg zurück und schauen uns weiter um. Ich meine, wir haben bisher, glaube ich, auch keinen Hinweis bekommen, wo der sein könnte, oder? Oder habe ich da gerade einen kompletten Denkfehler? Geil, gehen wir mal da drüben nach rechts. Schauen wir mal nach, wie wir da weiterkommen. Damit landen wir nämlich hier. Damit landen wir hier in dem Raum. Der bringt uns nicht weiter. Das da hinten bringt uns auch nicht weiter. Hier wird es wieder runtergehen. Leute, ich habe keinen Plan. Also wirklich so gar keinen Plan gerade. Ich meine, wir haben alles erkundet. Muss jetzt einfach so lange Wissenschaftler umbringen, bis ich was bekomme, oder was? Anders kann ich mir das gerade nicht mehr erklären. Machen wir es doch einfach mal so. Komm schon. Jeder zielt auf ein Ziel. Nur eins ist weg. Jawohl, okay. Das war knapp, aber wir haben sie erledigt. Und wir haben nichts bekommen dadurch. Schade. Okay, ich habe wirklich gar keinen Plan, wie es gerade weitergehen soll. Hä? Habe ich irgendwie eine Tür übersehen oder so? Wie kommen wir an diese Medaille ran? Ich verstehe es nicht.
Ich glaube, wir müssen es einfach weiter versuchen. Weg mit dir, mein Freund. Und euch ignoriere ich einfach mal und renn hier weiter. Gut, heilen wir uns wieder. Ich werde den nächsten Part machen, wahrscheinlich, wo ich nur Essenzen einkaufen gehe. Also okay, sagen wir am Anfang Essenzen einkaufen gehe, das wird reichen. Okay, warten wir, bis er rumgelaufen ist und sich wieder wegdreht, damit ich weiter auf den Schädel schießen kann. Und ich sollte für ihn mein Schwert rausholen, wenn ich schon so nah dran bin. Okay, er droppt mir auch keine Wissenschaftsmedaille. Wo zur Hölle kriege ich die her? Goddammit. Und rechts sieht es auch nicht so aus. Da habe ich, glaube ich, das Quecksilber gefunden. Leute, ich bin planlos. Ich bin kurz davor, mal zu googeln oder den Charakter mal zu fragen. Ob der das weiß, wie ich da hinkomme. Ich meine, den Boss haben wir gefunden. Aber wir haben ich habe keinen Schimmer, wie wir an diese Wissenschaftsmedaille kommen. Gehen wir nochmal hoch und dann nochmal unten rum. Gehen wir noch einmal durch. Und dann gucken wir, ob wir da was finden. Machen wir das so. Und die Golems sind leider respawned. Hier musst du aber unten lang, oder? Ja, unten, da ist, glaube ich, noch was. Da war nämlich noch einer. Und der sieht mir aus, als hätte er mit Golems zu tun. Geronimo! Jetzt. Und das war's auch für dich, mein Freund. You're going boom. You're going Korrosion. Das war ein perfektes Timing. Und der war aus Versehen einmal zu viel. Ich glaube, der da oben wird sein. Da hängt so viel Golem-Zeug rum. Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie ist der verdächtig. Das war's für dieses Spinnenvieh. Ja, das ist er. Haha, wir haben es geschafft. Jawohl. Porten wir uns nochmal kurz zurück und wieder hoch. Geht doch. Okay, ich muss doch nicht Cory fragen. Alles gut. Schnell hoch, weil die Quest will ich dir jetzt schon abgeben. Ich sehe gerade, ich glaube, ich überziehe schon wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber egal. Das ist mir gerade Latte. Ich will jetzt diese Quest abgeben. Und zwar schnell. Hoffen wir, dass die noch nicht alle respawned sind. Zumindest die beiden sind respawned. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Und deshalb müssen wir uns wahrscheinlich wieder durchkloppen. Aber haha, wir haben euch verarscht. Hey, die Schleime wenigstens sind nicht da. Machen wir dich... Oder machen wir dich weg? Hä, die Schleime sind wieder da? Waren die nicht gerade... Entstehen die da gerade? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Das Spiel mobbt mich. Aber okay, gut, dann gehen wir halt hier hoch. Machen wir es so. Einfach schnell rum. Geschafft. Und hier hoch. Jetzt fällt da noch einer. Den wir aber auch einfach ignorieren werden. Hello. I have disassembled the bastard golems. And your friend passed away. Here's the medal. You have fulfilled your debt as promised. Here are your coins.
Okay, es gab jetzt halt wirklich nur Münzen. Naja, wie du machst. Okay, dann beende ich an der Stelle mal den Part gleich. Aber wir porten zurück und dann beende ich den Part. Tut mir einen Gefallen. Das gilt vor allem an dich, Cory. Ich nehme im Moment nicht so viel im Voraus auf, aber schreib, wenn du den Part hier siehst, schreib mir mal einen Kommentar, ob es ein Pet gibt, das man bei diesem Bossfight hilft und erstmal, ob es das gibt. Versuchen, ob es zu finden, will ich dann doch selbst. Gilt natürlich auch für alle anderen, aber ich denke mal, Korrektor wird es wissen, der ist in seinem Let's Play ein bisschen weiter als ich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play an Epic und ciao.